Herzlich willkommen zu einem weiteren Guckmann hier auf Weebler Games for You. Ich bin so Ivo und ja, wir spielen diesmal Super Motherlord. Ist ein Download-Titel auf der PlayStation 4. Kostet 13,99 €, wie ihr sehen könnt. Gibt auch Trophäen. Ich würde sagen, wir reden auch gar nicht groß drum herum. Wir starten den ganzen Spaß jetzt mal direkt. Ja, ist ein bisschen was anderes als sonst. Es ist, wie gesagt, ein Download-Titel. Ich habe es bisher mal kurze Zeit gespielt, so eine halbe Stunde mal angetestet. Muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, deswegen möchte ich euch das Ganze auch nicht vorenthalten. Jetzt kurz vor Weihnachten ist es doch auf jeden Fall eine Überlegung wert. Wir spielen jetzt erstmal auf Normal. Ja, das ist... Okay, das ist aber einer, den wir ja schon haben. Wollte eigentlich ein neues Spiel. Mal gucken, ob das überhaupt geht. Schauen wir mal. Ich habe ja, glaube ich, ein neues Spiel ausgewählt gehabt. Okay, das ist auf jeden Fall ein neues Spiel. Gibt halt verschiedene Charaktere, wie man eben gesehen hat. Das Fliegeding hier sind wir, das tun wir gerade mal weg, das ist so ein bisschen die Erklärung, das tue ich jetzt einfach selber erklären. Der redet trotzdem, ey. Bisschen affig. So, dann kommt der nächste noch, den können wir auch wegdrücken. So, zur Erklärung. Wir sind hier dieses Fliegeteil und wir müssen uns durch die Marskruste bohren und dabei die Mineralien einsammeln, die uns unterwegs begegnen, wie wir es hier gerade auch schon tun. Ja, wir müssen die sammeln, können die dann verkaufen, Geld verdienen und mit dem Geld können wir unseren Flugbohrer hier noch weiter verbessern. Ja, wir können nicht nach oben bohren, logischerweise. In alle anderen Richtungen geht es. So, jetzt ist unser Frachtraum voll, das heißt, wir müssen hier wieder zurückfliegen, müssen hier an die Rampe und können alles loswerden. Getankt haben wir, haben 2600 Geld. Mit dem Geld können wir hier im Laden Sachen kaufen, zum Beispiel einen größeren Frachtraum. Das machen wir doch auch gleich mal. Gucken wir nochmal mit unserer Motorgeschwindigkeit, dass wir mal ein bisschen schneller unterwegs sind. Das kann nicht schaden. Habe ich zumindest in meinem letzten Spiel festgestellt. So, und dann sammeln wir hier schön alles ein, was wir kriegen können. Ja, ich muss sagen, es macht wirklich riesig Spaß, auch wenn es vielleicht fürs Zusehen ein bisschen blöd ist. Aber ich möchte es euch auf keinen Fall vorenthalten. Ich mache auch, denke ich, nur diese eine Folge, um es halt wirklich vorzustellen. Das Spielprinzip ist halt immer dasselbe. Allerdings muss man sagen, es gibt auch, je weiter man nach unten kommt, gibt es Quests, es gibt Bosse, ja, muss halt erstmal sein ganzes Schiff komplett ausrüsten. Da gibt es dann teilweise Sachen, die kosten 500.000. Je weiter man nach unten kommt, umso bessere Ressourcen kriegt man natürlich auch oder Mineralien viel mehr. Und ja, macht auf jeden Fall riesig Spaß. Da haben wir ein Notsignal. So, dann war ein Notsignal, allerdings können wir das nicht empfangen, weil unser Radar noch nicht abgegradet ist. Demnach brauchen wir erst ein Radar, damit das funktioniert. Unsere Frachtraum ist wieder voll. Bisschen schade, aber was soll's. Tank haben wir. Alles loswerden. Das sieht gut aus. Gucken wir mal, dass wir einen Schmelzofen holen. Dann kann man nämlich dann verschmelzen die Mineralien während dem Sammeln schon zueinander und geben dann mehr Geld. Das ist natürlich immer sehr vorteilhaft. Da haben wir es gerade gesehen, da wurde aus Bronzium und noch irgendwas was Besonderes oder etwas anderes, ob es besonders war, weiß ich gar nicht. Ja, jetzt haben wir Sterling Silber bekommen. Das Ganze gibt natürlich einfach mehr Geld als die Grundarten. Ist ja irgendwo auch klar. Ziel ist natürlich irgendwie da so weit nach unten zu kommen wie irgendwie möglich. Wir kommen aber nur weiter, indem wir einen besseren Bohrer haben und ein besseres Schiff. Das hier ist etwas Besonderes, da können wir gleich mal machen. Hier kann man nämlich, das müssen wir hier oben machen, kann man nämlich auch noch Gegenstände benutzen und zwar Bomben. Das hat irgendwie nicht so ganz geklappt, das hat geklappt. So, und dann kriegen wir natürlich auch neue Bomben.
die wir gerade gesehen haben. Unser Treibstoff ist fast leer. Dann müssen wir erstmal tanken gehen wieder. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Man sieht, unser Tank ist gerade leer gewesen. Ist hier im normalen Modus nicht weiter schlimm. Im schweren oder im Hardcore-Modus ist man dann tot. Also muss man da wirklich noch krasser auf die Tankleiste achten und man kann nicht einfach rumbohren und machen, wie man lustig ist. So zur Zwischeninfo, dass es auch wirklich sehr schwer sein kann, wenn man jetzt auch noch darauf achten muss. Ich glaube, für die Trophäen ist das dann sogar wichtig. Es gibt eine ganz normale Platin-Trophy für die Trophy-Hunter unter uns. Ich denke, in der Gruppe mit bis zu 4 Leuten macht das Ganze wahrscheinlich noch eine ganze Ecke mehr Fun. So, jetzt können wir wieder weggehen, wir sind nämlich voll. Wir müssen hier auch irgendwie immer aufpassen, dass wir den Weg wieder nach draußen finden. Das ist ein bisschen heftig gerade, muss ich sagen. Aber okay, lässt sich jetzt gerade nicht so richtig ändern. Wir können jetzt auch schlecht neue Wege bohren. Oh, jetzt haben wir Schaden genommen, das ist auch noch was, wenn man zu schnell fliegt und gegen halt mit High-Tempo gegen etwas fliegt. Man Schaden. Das heißt, man kann natürlich auch so sterben, indem man sich selbst kaputt macht. Ist jetzt natürlich nicht unbedingt das Beste. Deswegen passen wir da auch ein bisschen auf, was das angeht. So. Müssen wir gleich schon wieder hoch. Wenn wir erst das Rechte machen sollen, aber was soll's. Da dürfen wir nicht dran bohren, das sind Magma-Klötze. Wenn man da dran bohrt, kriegt man Schaden. Das ist nicht so pralle. Muss man klar so sagen. So, gehen wir jetzt wieder nach oben. So, erstmal wieder Zeug verkaufen. Auftanken. Jetzt haben wir 7000. Wir brauchen, glaube ich, gucken wir mal, was es da gibt aktuell für 7000. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendwas Interessantes. Tank können wir erstmal kaufen. Den haben wir noch gar nicht. Ein Radar kaufen wir mal. So, jetzt gibt es hier noch Bohrgeschwindigkeiten. Hier gibt es auch TNT und solche Sachen. Reservetanks. Also da sieht man auch schon, was die kosten mit 100.000. Das kann doch ganz schön ins Geld gehen. Das sollte man nicht unterschätzen. Wir nehmen mal noch eine Höhlenstärke mit. Jetzt wo da so viel Magma und Gedöns war. Man weiß ja nie, ob man es nicht brauchen wird. So. Oh, hier haben wir ganz schön viel noch auf einem Haufen gerade. Da ist wieder so ein Questteil. Ich weiß nicht, ob wir schon eins gesehen haben vorher. Auf jeden Fall ist da ein Questteil. Wie genau die funktionieren, weiß ich allerdings noch nicht genau. Das ist ein bisschen schade. Gucken wir mal, dass wir jetzt hier hingehen. Das will nicht. Hier will es auch nicht. Ich weiß leider, wie gesagt, nicht so richtig, was wir hier tun sollen. Das ist ein bisschen schade. Gucken, was hier ist. Die hier eine Nachricht kriegen, irgendwie. Wenig Treibstoff kriegen wir als Nachricht, ist ja toll. Das heißt, wir müssen erstmal wieder raus hier, weil ohne Treibstoff lässt sich nicht bohren. Sterben können wir ja Gott sei Dank nicht. Das wäre sonst ein Tod gewesen eben. So, 3500 wieder. Ich würde sagen, wir bohren jetzt einfach mal hier ganz links Spur nach unten, um einen Weg mal nach unten durchzukriegen, weil je tiefer wir natürlich kommen, umso mehr Geld kriegen wir. Außerdem möchte ich natürlich auch ein bisschen was, wenn möglich, zeigen. So, da geht es nicht weiter rum, das bringt uns nichts. Außenposten Alpha. Alles klar. Wir sollen Hilfe schicken zum Außenposten Alpha. Das heißt, wir müssen uns jetzt zum Außenposten Alpha nach unten bohren. Aber natürlich müssen wir auch ein bisschen was an Mineralien mal mitnehmen. So,
ohne Mineralien geht nämlich gar nichts. So, dann können wir erstmal wieder nach oben. Schön ist, dass wir jetzt hier eine gerade Linie nach oben fliegen können. Gucken wir mal, was wir an Geld gemacht haben. Ein bisschen was, nicht die Welt. Gucken wir mal, ob wir irgendwas Interessantes kaufen können. Frachtraum könnten wir in den größeren kaufen, aber mehr kriegen wir mit dem Tank sowieso nicht zusammen. Würde ich sagen. Schmelzofen Stufe 2 könnten wir kaufen, dann können wir ein bisschen mehr Geld machen, währenddem wir unten unterwegs sind. Ich denke, das ist die beste Methode. Jetzt müssen wir uns erstmal... Oben sehen wir ja auch mittlerweile das Radar, das ist ganz nützlich, das darf man nicht vergessen. Damit wir hier weiter runterbohren. So. Das haben wir mal mitgenommen. So, wie machen wir das denn hier? Hier kommen wir gar nicht ordentlich hin. Lassen wir das einfach. Hier haben wir was. So. Und weiter nach unten von hier aus. Gesehen. Da ist ein Smaragd. Smaragde geben sehr viel Kohle, deswegen holen wir den uns gerade mal. Falls ihr euch wundert. The soil you will be encountering from here on will be more treacherous, and as such, Solaris wants to financially reward your efforts. Take this token of appreciation and upgrade your rig for safer passage fuel. Alles klar, also wird's ab hier tückischer. Sieht man ja an den ganzen grauen Steinen, dass es hier schwieriger wird. Die kann man nämlich nur wegsprengen und da haben wir jetzt nicht besonders viele Bomben, muss man sagen. Deswegen nehmen wir die auch gerade mal mit. Da gehen wir auch hin. Das sieht nach sehr viel Geld aus. Wenn wir da reinkommen, noch mit unserem aktuellen... Ja, reicht noch mit unserem aktuellen Sprit. Das ist sehr schön. Ja, gehen wir mal wieder nach oben. Eigentlich wären wir jetzt tot im Hardcore-Modus. Das ist also ganz gut, dass wir das jetzt hier im normalen Modus machen zum Vorstellen. Ansonsten... Ja, das ist wohl doch ganz schön bitter, muss ich sagen. So, das gab richtig Kohle, 5800 wieder. Brauchen aber noch ein bisschen mehr für den Tank. So, lassen wir wieder ganz schön weit nach unten fallen. So, jetzt müssen wir so langsam ankommen wieder an der Stelle, wo wir waren. Sieht auch schon ganz gut aus. Gucken wir mal, dass wir das hier irgendwie freisprengen, damit wir hier die Bomben mitnehmen können. Eine Bombe gegen vier Bomben getauscht, das denke ich ein guter Deal. So. Hier haben wir ein bisschen was, das nehmen wir mal mit. Würde ich sagen, dass wir nicht wieder mit einem leeren Frachter nach oben fahren müssen. Das wäre natürlich ein bisschen bitter. So. Gehen wir mal hier rum. Können wir uns auch wieder nach unten buddeln. Erstmal hier hin, das noch mit. Hey! Das noch mitnehmen. Sehr gut. Das hier. Frachtraum voll. Können wir wieder nach oben. Alles klar. Wir sind ganz schön schnell mit dem Rotor-Upgrade, muss ich sagen. Ich denke, jetzt können wir uns den Tank auch leisten. Schätze ich jetzt einfach mal. Oder? Nee, können wir noch nicht. Der kostet ja 9000. Bisschen schade. Bisschen schade. Erstmal wieder ganz weit nach unten fallen. Je weiter wir nach unten kommen, umso mehr kriegen wir halt auch an Einnahmen. Das darf man nicht vergessen. Deswegen machen wir den ganzen Spaß hier. Was ist hier los? Okay, mal wieder eine Nachricht. We supply the employees of Solaris Outpost with as much entertainment programming from Earth as possible. Alles klar. Disregard any further incoming transmissions other than from Solaris Corporation. Okay, wird gemacht. So. Da haben wir einen Block, den wir nicht kaputt machen können. Da drüben sind zwei Diamanten, mal mindestens. Gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Zack, das war dumm. Okay, das hat nicht gereicht. Wir müssen weiter da irgendwie nach oben hinkommen. Bisschen blöde gerade. Wie man von höherem Posten hinkommt, da könnten wir vielleicht was machen. Ich denke, wir könnten da ohne weiteres hier durchbrechen. Weil hier ist so ein Reparaturding. Genau. Das
können wir den einen hier bekommen. Mal gucken, ob wir den anderen irgendwie bekommen. Und mal eine Idee. Ne, das geht nicht. Schade. Gehen wir hier rum. Treibstoff ist fast leer. Okay, müssen wir erstmal tanken gehen. Bevor wir das machen können mit den Smaragden. Ich denke, so langsam kommen wir in Regionen, wo es wirklich interessanter wird, wie wir merken.